Vielen Dank, Stefan und Burkhard, für die Einladung. Hat mich wieder sehr gefreut, dabei zu sein. Ihr macht ja wirklich gute Arbeit. Ihr bringt Menschen zusammen, die sich sonst nicht treffen. Und das ist auch bei dem Franz-Projekt so. Und das will ich einmal kurz vorstellen, einmal kurz zeigen, was wir machen, wer wir sind, Franz-Projekt und einmal, wo wollen wir hin. Und genau, wir haben ungefähr 180 Hektar konventioneller Ackerbau, klassische Heidefruchtfolge, Schwerpunkt Kartoffel, Rübe, Getreide, was geht, hier Leguminosen, Raps und ein bisschen Mais. Und wir haben vor 7 Jahren angefangen mit der mobilen hier Hühnerhaltung. Wir haben mittlerweile 7 Ställe und mästen um die 800 hier Hähnchen noch auch in mobilen Ställen. Und da war halt auch schon so mit dem Kunden, wir hatten viel Kundenkontakt und da kam ja gerade in den Medien das Thema Biodiversität auf und da haben wir auch schon bei der Hühnerhaltung angefangen. Lass uns da mal artenreiches Grünland machen, Sträucher und Bäume pflanzen, Agroforst machen und ja, und dann kam einfach das Projekt auf uns zu. Der Bauernverband suchte 10 landwirtschaftliche Betriebe, die Biodiversitätsmaßnahmen mitentwickeln und die sind deutschlandweit. Und das war wie so ein Casting. Ich musste da eine Bewerbung nach Berlin hinschicken und nach ein paar Wochen hat mein Betriebsbetreuer mich dann angerufen. Hier wurden genommen und haben uns sehr gefreut. Ja, und den Namen Franz-Projekt ist eine Abkürzung. Den langen Namen braucht ihr euch nicht zu merken. Franz hört sich aber schicker an. Wir wollen Maßnahmen wie auf mindestens 5% der Fläche machen. Wir sind jetzt bei 10% und wollen halt auch Vorschläge in die Politik bringen, welche Maßnahmen da wirklich viel bringen. Und auch also Hemmnisse erklären, warum Landwirte auch da oft zögerlich sind. Da ist immer Stichpunkt Blühstreifen. Wenn der einen halben Meter kleiner ist, dann gibt es gleich Sanktionen. Und solche Sachen tragen wir auch so ein bisschen in die Politik. Und weil das ist wirklich ein großes Thema. Laufzeit 10 Jahre, das ist wichtig. Landwirtschaft ist ja immer, also ein Jahr ist ja kein Jahr und 3 Jahre hast du gerade ein trockenes, ein nasses und ein normales Jahr. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir wirklich 10 Jahre Laufzeit haben. Wir sind jetzt im 5. Jahr und Förderer ist ja die Rentenbank, die beiden Ministerien Landwirtschaft und Umwelt. Und im Fokus ist halt wirklich der Dialog von Landwirten und Naturschutz und einfach das Vernetzen, ne? Der ganzen Leute, Politik, Wissenschaft und der Praxis. Ne? Nur einmal kurz, noch einmal grob der Plan. Also wir haben ja diese ökologische Forschung, die macht Maßnahmen, Vorschläge. Wir treffen uns hier dann auf dem Hof und besprechen das alles. Und ganz wichtig ist auch die Ökonomie, einfach, was kostet eigentlich diese Maßnahmen? Das macht das Kühn-Institut. Und so machen wir halt gemeinsam, entwickeln wir nochmal Maßnahmen oder wie und vor allem wo machen wir die auf dem Betrieb. Und ganz toll finde ich mittlerweile, oder dass der NABU auch dabei ist. Und das war ja am Anfang, denkst du, Mensch, der NABU macht dabei, will man da mitmachen? Wir wollten das, aber Kollegen haben auch gesagt, was, mit denen willst du jetzt gemeinsame Sachen machen? Und ich sage, gut, ich habe mit denen keine Berührungspunkte, machen wir das einfach mal. Ne? Aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und das wünsche ich halt auch jedem Landwirt, dass er auch die Erfahrung macht. Ja, und das ist eigentlich die wichtigste Folie. Danach kann man einen Schluss machen. Es geht wirklich um die Zusammenarbeit, zeigen, erklären. Wir erklären gerne der Politik auch, was wir da machen. Es waren schon einige auf unserem Betrieb und auch im anderen Betrieben. Und auch Besuchergruppen einfach, was möglich ist und auch gerade durch die Direktvermarktung
Kunden nehmen das wirklich sehr, sehr gut, toll an. Und ja, wenn man ein Lob bekommt als Landwirt, dann ist man immer bereit, drei Schritte weiter zu gehen, als wir müssen. Und das machen wir auch in dem Projekt. Fordern wir auch so ein bisschen. Wir wollen mehr machen und wollen das auch wirklich gut machen. Und so soll es auch sein, dass die Landwirtschaft auch vorangeht und nicht immer ja, so hinten ansteht und man sagt, Mensch, mach doch mal immer was. Und auch gerade mit dem Naturschutz, es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit und der eine Vogelkundler hat dann einmal gesagt, Mensch, lass doch mal einfach die Wegränder stehen, mulchst mal nicht, weil wir haben alles immer ordentlich gemacht, ne? Da hat man ja so gelernt und das haben wir dann einfach gemacht und auf einmal bin ich ganz erstaunt, dass was da auch alles blüht, ohne dass da einfach hier Arbeit reingesteckt werden muss. Und das muss halt auch kommuniziert werden, auch dem Mitarbeiter. Also der auch einfach, der will ja ordentliche Arbeit machen und will alles mulchen. Und wenn man dem dann sagt, Mensch, mach mal nicht so viel, dann sagt er ja, wie nicht viel. Ja? Wir wollen das so ordentlich machen. Aber da muss man dann halt einmal alles erklären und das ist halt das Wichtigste. Wir haben in Franz haben wir 19 Maßnahmen, ne, 15 Maßnahmen insgesamt. Wir setzen jetzt 9 um. Das sind in der Auswahl und ich werde einfach mal drei noch mal kurz einmal ein bisschen drauf eingehen. Der mehrjährige Blühstreifen kennt man ja mittlerweile. Wir haben auch davor immer nur einjährigen gemacht, weil man wollte das ein bisschen kontrollieren immer so und immer wieder schwarz haben. Und dann haben sie halt gesagt, Mensch, mach doch mal so einen mehrjährigen Blühstreifen auch mitten auf den Schlag. Also wir haben auch mehrere große Schläge geteilt und das ist am Anfang, so Mensch, wir wollen seiner prüfen. Und da haben wir einfach gesagt, dann machen wir jetzt mal. Und mittlerweile bin ich da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Also im ersten Jahr sah der so aus. Es war natürlich das 17er Jahr, also sehr feucht und kühl. Aber da muss man halt auch erstmal lernen, der kann auch mal stark verunkrauten. Im ersten Jahr vor allem der weiße Gänsefuß. Und da wird man sehr schnell nervös und man sagt, der ganze Streifen ist gescheitert. Aber der Gänsefuß kommt nur im ersten Jahr und der schattet sehr gut die mehrjährigen Kräuter. Also der Blühstreifen mit 4 Gänsefuß im ersten Jahr ist meistens der bessere im zweiten, dritten, vierten Jahr, weil der Streifen dann lichter bleibt. Und das muss man erstmal aushalten. Das ist ganz wichtig. Auch die Leute, die da lang gehen, das ist alles so hässlich und so. Da muss man einfach erklären. Ne? Genau, im zweiten Jahr im Winter ist es dann halt so, wir lassen es immer dann stehen. Das ist ganz wichtig. Hier sind die wilde Möhre, die ganzen Samenstände, die sind extrem wichtig für die Feldvögel und auch Feldhasen, dass einfach da im Winter Futter ist, weil wir brauchen Lebensraum. Also das ist ganz wichtig und dass auch über das ganze Jahr dann irgendwo Nahrung ist. Und im dritten Bild kann man hier sehen, also im dritten, vierten Jahr blüht er nicht mehr stark, aber die Qualität nimmt zu. Wir haben hier, wir mulchen immer nur ein Teil. Ein Teil bleibt stehen und wenn mulchen, ganz wichtig, immer erst im Frühjahr oder im Spätsommer, also nicht im Herbst alles hier niedermulchen, gerade weil da kommt dann das Gras und dann vergrast meistens der Streifen. Also ich mache das immer gerne 30, 40% immer so im Herbst oder im Spätfrühjahr. Genau, hier haben wir nochmal die blühende Untersaat. Hier da wird ohne Pflanzenschutz und Düngung hier eine Untersaat gemacht. Wir haben meistens Mischung drei, vier Sorten Klee. Und wichtig ist der Leindotter, hier bei einem mit Gras. Und ich bin da ganz erstaunt, dass das ohne Herbizid funktioniert. Und wir haben jetzt in dem extrem trockenen Jahr 18, sah da natürlich alles nicht schick aus. Ne? Das war natürlich auch nicht beregnet. Ein bisschen Gänsefuß hier, aber der Bestand ist hier sauber. Ne? Diese Unkräuter gehen meistens zurück. Wir haben hier eine weite Reihe, auch gerade für die Feldlärche, die kann nochmal schön landen. Und nach der Ernte lassen wir diese Untersaat stehen. Und hier war wirklich, also Feldlärche lieben diese in niedrigen Bestände Feldhasen, alles hier drin. Und das kann man auch als Laie dann wirklich sehen. Ne? Ja, und dann letztes Jahr kam eine Maßnahme dazu, die war auch wichtig, dass die erst jetzt kam, weil am Anfang hätte ich gesagt, mach sie nicht. Das ist hier diese Biegelbank oder Käferbank. Wir pflügen einfach einen Berg hoch, damit wir einfach
Ja, also einmal eine kalte Seite haben und einmal eine Sonnenhierseite und einfach so einen nackten Boden hier in der Schräge haben. Und ich wollte halt mehr gelben Boden hochpflügen, aber man kriegt den gelben Boden, wenn man den oben haben will, immer schlecht hoch. Aber das ist nicht so schlimm. Und das wollen wir halt hier haben. Diesen offenen Boden hier links. Und man kann hier schon einzelne Löcher sehen, einfach weil die Wildbienen, weil wir wohnen hier im Moment ein bisschen. Also blühende Landschaften brauchen, so konditioniert. Ist auch wichtig, aber genauso wichtig ist auch diese Bruttierhabitate oder Lebensräume und hier über Winter. Und dafür brauchen wir einen nackten Boden. Auch hier oben drauf Gänsefuß. Im zweiten Jahr gucken wir jetzt mal, was da kommt. Auch der Gänsefuß hat wieder den Berg schön beschattet. Und wir haben halt rechts und links 3 Meter mehrjährigen Blühstreifen als Pufferstreifen. Und einfach auch gleich als Nahrungshabitat. Und ja, das wird jetzt ab diesem Jahr analysiert oder kommen Fallen hin und das wird dann gezählt. Also das dauert halt lange. Die Wissenschaft braucht lange. Wir haben noch keine richtigen, also intern haben wir schon Zahlen, also es wächst. Aber auch da sagen die, wir brauchen mindestens 5, 6 Jahre. Ab dem 6. Jahr meistens, da geht es dann wirklich ab. Weil erstmal ein Revier muss erstmal geschaffen werden. Genau, Agroforst hatte ich letztes Jahr ein bisschen was erklärt. Das ist nicht im Franz-Projekt, aber ich sehe das ganz wichtig, dass wir große Flächen auch teilen. Wir haben jetzt hier auf dem Acker, haben wir letztes Jahr mal angefangen, das ist ein eigenes Projekt jetzt. Also Baumstreifen, 2 Streifen rechts und links, kommen auch da 3 Meter Blühstreifen. Und hier haben wir nochmal so eine einfache Pappelreihe, das ist jetzt kein Wertholz. Auch da kann man einfach langlaufen im ersten Jahr mit der Hand so ein bisschen eine Blühmischung streuen. Und die ist auch im 4. Jahr noch tipptopp. Also da bin ich echt begeistert mit gutem Saatgut, das funktioniert. Und da muss man auch gar nicht viel Arbeit machen. Weniger ist da meistens mehr. Das ist unser Hof oder diese Flächen, die sind sehr arrondiert. Und der Agrarantrag war hier immer ganz einfach. Wir hatten so 27 Schläge. Und man geht dahin und man weiß, was man anbaut. In einer halben Stunde ist man durch. Und jetzt ist unser Betrieb letztes Jahr so gewesen. Viele kleine Flächen und im Agrarantrag zeichnen wir halt alles ein, weil da muss ja alles kodiert werden. Das meiste, die Bietelbank oder blühendes Vorgewende, wird alles irgendwie als Wildesungsfläche oder Zwischenfrucht in Hauptkultur, damit man auch drauf fahren darf. Kodiert, das ist so nervig, da fehlen uns noch Kodierungen. Bei Agroforce haben wir jetzt ja hoffentlich bald einen Agrarantrag Kodierung und auch diese Erbsenfenster, das ist alles drin und das ist diese Prüfung, letztes Jahr hatten wir eine Prüfung, also die müssen mehr laufen, aber es funktioniert, das ist mehr Arbeit, das nervt, aber wir müssen das halt auch vernünftig dokumentieren, nicht, dass das irgendwie nochmal mit einer Kontrolle. Aber das ist ein Hemmnis. Man muss halt sehr viel schön werden. Natürlich, man kodiert hier 2 Streifen, hier Biodiversitätsstreifen oder irgendwie und dann fertig, weil das ist einfach für viele Landwirte, die auch noch selber den Agrarantrag machen und mit dem Einzeichnen sagen, die geben mir los, mache ich. Ne? Genau, das ist so, wo wollen wir hin? Das ist ja auch dieses, was Vivian gestern gesagt hatte, man kommt dann doch irgendwie so, ja, es muss dann irgendwie ganzheitlich so ein bisschen, aber wir sind dann noch ganz am Anfang. Also Biodiversität und Klima ist für mich in meiner Landwirtschaft auch nicht mehr wegzudenken. Das ist ein wichtiges Thema. Und wir wollen mit dem Pflanzenschutz klar runter und auch in dem Projekt müssen wir das nicht, also auf den anderen Flächen, aber man kann mittlerweile so schon so gar nicht mehr, so diese Insektizide, wir bremsen da wirklich ganz stark. Und wenn man da neben Läuse auch schon die Marienkäfer sieht und dann lasse ich diese Spritze oft stehen. Und oft funktioniert das. Ne? Aber gut, vielleicht haben wir da auch ein bisschen Minderertrag, das kann sein. Aber man verändert sein eigenes Tun und Denken und das ist ganz spannend mit diesem Projekt. Und dass man mit diesen Naturschutzleuten wirklich in diesem Projekt so toll arbeitet. Und ja, man muss auch offen sein, das ist klar. Aber ich erwarte auch vom Naturschutz, dass er mit uns arbeitet, weil wir brauchen diese Spezialisten, die haben einfach Ahnung an Sachen, wo ich vorher gesagt hatte, ist nicht wichtig oder kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und die
Die sind für mich mittlerweile sehr, sehr wichtig. Und ja, wenn die gut drauf sind, macht das auch wirklich Freude. Ja, vielen Dank. Genau. Und wenn du Fragen hast, gerne melden.